Hallo Freunde, ja, es ist eine Weile her, dass ich ein Video gemacht habe und ich habe schon ein richtig schlechtes Gewissen dazu. Bei mir hat sich privat einiges getan, beruflich vor allem. Ich habe im September einen neuen Job angetreten und im Vorfeld schon ja auch wenig Zeit gehabt, weil ich mich eben um einen neuen Job kümmern musste. Und gerade zu Corona-Zeiten war das auch nicht so ganz trivial und vor allem auch in meinem Alter ist das nicht unbedingt immer trivial. Nun bin ich gut eingearbeitet und habe einen Job, der mich zufriedenstellt, wo ich glücklich bin und wo ich dann auch wieder meinen Hobbys nachgehen kann. Und wie ihr auch gemerkt habt, hat natürlich auch Corona einiges an Spuren hinterlassen im Reisemobilmarkt. Die Lieferzeiten sind nach hinten gegangen, Preise sind gestiegen aufgrund der fehlenden Komponenten. Die Hersteller müssen kompensieren, sie haben höhere Beschaffungspreise etc. etc., sodass wir teilweise jetzt von Lieferzeiten von über einem Jahr ausgehen und auch Preissteigerungen von 15% in Kauf nehmen müssen. So, und im Rahmen dessen, dass ich jetzt nur noch einen überschaubaren Zeitraum habe, in dem ich arbeiten gehen muss, um dann später in den Ruhestand zu gehen, habe ich mir natürlich auch überlegt, macht es vielleicht Sinn, das Thema des Kanals dahingehend zu erweitern, dass man neben den Reisemobilen und Wohnwagen halt eben auch über alternative Wohnkonzepte berichtet. In dem Zusammenhang möchte ich hier auch mal das eine oder andere alternative Wohnkonzept vorstellen und das wird auch in Kürze beginnen. Mich würde jetzt interessieren, interessiert euch das auch? Würde das hier zu dem Kanal passen? Und seid ganz offen und ehrlich, ich habe da überhaupt kein Problem damit, wenn die Mehrheit sagt, nee, finde ich doof, will ich nicht. Wenn sich aber eine gute Mehrheit bildet, die sagt, finde ich spannend, würde ich gerne auch was zusehen, dann würde ich das gerne hier mit aufnehmen. Im Zweifel mache ich halt auf einem anderen Kanal das separate Thema. Hintergrund der Überlegung ist folgender. Ich wohne aktuell immer noch mit meinen beiden Söhnen zusammen. Aber das ist ein überschaubarer Zeitraum und wir haben relativ viel Platz zur Verfügung. Und das Reisen mit dem Wohnmobil und Wohnwagen ist für mich schon immer Hobby und gehört dazu. Aber wenn die Jungs mal aus dem Haus sind, dann brauche ich diese Riesenflächen nicht mehr. Dann kann ich mich verkleinern. Und aus dem Grunde habe ich mich in den letzten Monaten und ja, fast schon anderthalb Jahren mit dem Thema Tiny Homes, Modulhäuser, Blockhaus, ähnliche Dinge auseinandergesetzt, weil ich glaube, dass das gut zusammenpasst. Wir sind eine Generation, wo wir letzten Endes auch überlegen müssen, wie wollen wir später mal wohnen. Möglichst kleiner ökologischer Footprint, vielleicht auch, das kennen wir ja schon aus dem ganzen Wohnmobil- und Wohnwagen-Thema, Autarkie. Das sind natürlich auch alles Themen. Jetzt haben wir im April hier in der Ahr diese Riesenflutkatastrophe gehabt. Dort sind jetzt von den Anliegergemeinden über 160 Tiny Homes gekauft worden, damit die Leute jetzt durch den Winter kommen. Und in dem Moment hat sich natürlich auch das Bewusstsein der Gemeinden dahingehend geändert, dass man was tun muss, um Fläche zu schaffen, wo man solche Häuser auch unterbringen kann. Warum jetzt Tiny Homes? Warum Modulhäuser? Ich glaube für mich, dass eine 3,5-Tonnen-Lösung mit einem Kriechloft im Alter nichts ist. Das geht noch 10 Jahre gut, vielleicht auch noch 15, aber spätestens dann braucht man was, was vernünftig funktioniert. Und aus dem Grunde wird mein Fokus auch auf Häusern sein, die der Generation der Reisemobilisten, und das sind überwiegend Leute über 30, sagen wir eher über 40, die sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen, durchaus Interesse finden könnte. Also schreibt mir in die Kommentare unten rein, ob euch das interessiert. Dann nehme ich das gerne mit auf und verfolge das weiter. Und wenn ihr der Meinung seid, nö, finde ich blöd, ich möchte lieber nur über Wohnwagen und Reisemobile berichtet haben, dann verlinke ich demnächst meinen zweiten Kanal und dann werde ich dort über entsprechend Tiny Homes, Rolling Homes, und Modulhäuser berichten. Freue mich auf euch, bis bald und ich versuche jetzt wieder regelmäßiger Dinge zu posten und zu veröffentlichen. Bis dann, macht es gut, habt schöne Feiertage, bis bald. Ciao.